im Squad sind und einer von uns hackt, dann hättet ihr auch direkt einen Bann gekriegt. Dann bist du nicht fürs Boosten gebannt. Naja, du kannst fürs Boosten gebannt werden, aber wann das passiert, ne? Ob das jedes Mal ist oder noch andere Bedingungen erfordert, das weiß ja auch wieder keiner. Ob das immer so ist, wenn einer detected wird oder was dazu kommen muss. Tja, gute Frage. War das nicht. Aber jedenfalls. Kommunizieren ihre Regeln nicht. Wäre auch blöd, weil dann müssten sie auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Was sie ja auch nicht machen. Ja, das ist richtig. Es ist halt auch sowieso total doof, dass du jetzt. Du, ich sag mal, du kannst ja eigentlich nichts dafür, dass irgendeiner, der random ist, hackt. Ja. Also, das ist eigentlich unfair. Naja, aber du hast einen Vorteil davon, ne? Insofern das stimmt macht schon ja. Sinn. Ne? Ja, aber also, ich finde, wenn du den meldest, solltest du davor geschützt werden. Weil, was willst du machen? Ja, du kannst ja in dem Moment nichts dagegen tun. Du kannst ja nur die Runde über dich ergehen lassen. Entweder verlierst du absichtlich oder du gewinnst das Ding und kriegst dann im Grunde nichts dafür. Aber das ist irgendwie auch unfair. Also, oder gehst raus und kriegst dann eine Strafe. Toll. Ja. Du bist ja auch behindert. Also du hast in dem Sinne gar keine Möglichkeit, außer den zu melden. Das Meldensystem wollten sie durch die neuen Season auch ändern, ne? Ja. Oder irgendwas. Kann ich sagen. Ja, ist halt, weiß ich nicht. Also es ist gut, dass du zum Beispiel. Ich meine, gut, wir wurden letztes Season wurden Gunnar und ich 4 Ränge hochgestuft oder so. Also da hat man am Ende nur noch, hatten wir irgendeine Phase, war dann mal, da haben wir alles verloren. Da konntest du machen, was du wolltest. Da waren wahrscheinlich ohne Ende Hacker dran tatsächlich. Dass du dann wieder hochgestuft wirst, finde ich okay, aber dieses. Dass du hochgestuft wirst, findest du okay. Dass du runtergestuft wirst, findest du nicht okay. Schon klar. Ja, das klingt jetzt so, ich weiß, aber das ist ja wirklich. Das eine ist fairer als das andere. Das ist halt das Problem. Naja, eigentlich nicht. Ich meine, ein Ranking ist halt, du wirst halt gerankt und wenn das Spiel manipuliert ist, können sie es nicht verwenden, um dich zu ranken, weil wie wollen sie dich einschätzen? Ja? Du hast die Punkte, die du gewinnst, genauso wenig verdient, wie die du verlierst. Insofern. Das ist schon das Fairste, das dann komplett zu annullieren, das Spiel. Ja gut, es ist auch so, dass... Ich meine, wenn man jemanden im eigenen Team meldet, der dann tatsächlich bestätigt wird als Hacker, dann sollten sie einem halt vielleicht irgendeinen Benefit geben als Belohnung, ja, auch um zu Leute dazu zu bringen, halt auch Hacker im eigenen Team zu melden, weil du siehst es halt eher, ne, wenn einer so Shift-Spam macht, CEO Shift-Spam macht oder so, das siehst du halt, wenn du in der Kamera im eigenen Team bist. Als Feind kriegst du es ja kaum mit, ja. Kannst es nur vermuten, aber. Bei gewissen Bedingungen, aber halt nicht wissen. Als eigener kannst du es ja wissen. Komm, einer bin. Sehr schön. Bottle. Dann halt Stock, ich kann sowas nicht verstehen. Bin hier im ACOG. Ja. Dann stell ich mich oben auf die Tribüne oder so. Oder hol Rook, aber nicht als Doc pimmel ich nicht da raus. Ich weiß nicht. Der hat doch jetzt auch zum Beispiel, pass auf, der kann jetzt das Spiel verlassen. Das ist doch kein Disconnect. Im Leben nicht. Ist das ein Disconnect? Das wäre ein sehr passend gekommener Disconnect, ja. Ja, das passiert oft sowas. Ach, da ist eine Drohne drin. Da ist Valkyrie an der Tür. Warte, ich blend mal rein. Valkyrie läuft da rüber zur Tür. Boah, ich hätte es fast gehabt. Nicht so gut wie down. Scheiße. Die überhaupt noch gesehen hat, ey. Du musst aufpassen, ich höre hier einen auf der Treppe. Marc. Ich höre auch einen an der Treppe, ja. Guck auch schon ein bisschen auf die Ecke da. In einem kleinen Raum, soweit ich sehe, keiner. Jetzt kommt er, Vigil ist in einem kleinen Raum. Warum pinkt der Idiot? Der Shadik hat gepinkt, ey. Shadik, der mit uns spielt. Ich bin am Gang, Leute. Näher schaffen. Pass auf, Vigil. Da in einem kleinen Raum ist Vigil gewesen. Sehr schön. Das war Valkyrie, ne? Ja. Assist bekommen. Ich sehe leider keinen mehr.
Eine Minute noch. Der Treppe ist, nach unten ist keiner. Ah, fuck, unten ist einer. Wo unten? Direkt an der Luke, da wo ich gestorben bin. Ach so. In der Ecke hinten dann. Ich bin hier in der Drohne drin, Igel. Ich kann dir sagen, wenn hier in dem kleinen Raum einer ist. Ah, der ist aber in die Küche reingerannt. Klicke. Ich glaube, der ist frei, aber natürlich Witcher sehe ich nicht, ne? Ich glaube, hier in dem Versammlungsraum. Hier in der Ecke ist einer, einer in dem, am Ping. Na gut. Und geplant, ja. Der ist hinter mir. Der ist hier, hier draußen am. Der ist im kleinen Raum, im kleinen Raum. Hier, auf dem Ping, im kleinen Raum. Auf dem Gang. Sehr schön. Der hat einfach die Wand geschossen und das war Vision. Ja. Dass ich ein dickes Magazin hab. Du Arsch! Ich konnte halt nicht planen. Ich hab mir. Da waren leider zu viele Löcher überall. Das war ganz doof. Ich hätte weiter ins Wohnzimmer gehen sollen, aber es hat ja funktioniert. Da ist er wieder da. Ja, der kommt jetzt gleich wieder rausgerannt und stirbt wieder und lief wieder. Ach, der hat sich aufgeregt und hat auf die Tastatur gehauen und dann hat er das Spiel neu gestartet. Jetzt ist er wieder da. Das sind doch die 12-Jährigen. Achso, welcher war das denn nochmal? Der letzte, ne? Katsch überlegt, spielt er eine Runde Battlefield 5 oder Call of Duty? Sagt, nee, komm, machst du die Runde hier noch zu Ende. Ja. Wahrscheinlich der mit den 0 Punkten, ne? Ich glaube, der war das auch XZF, das klingt irgendwie. Ich glaube, das war der. Ja. Muss ja auch der mit 0 Punkten sein, allein hat er irgendwas gemacht. Ja, aber dann hat er ja noch nicht mal Wände hochgezogen oder so. Ja. Ist direkt rausgepimmelt. Sind sie halt richtig geil vorne. Die sind schon wieder oben. Naja, schief. Nee, doch. Jetzt Archive. Küche. Kitchen. Und der Versammlungs-, Büro oder was ist das? Ne? Keller sind's jetzt. Doch Keller? Scheiß. Hä? Was sind denn auch Basement? What the hell? Das Soundsystem. Zack, so much. Wieso sagt ihr Küche, wenn ihr es nicht wisst? Ich hab nur die Luke haben sie aufgemacht. Vorne in dem. Vielleicht Küche. Über dem Server. Die Luke ist auf. Die haben sie aufgemacht. Weil der andere hier, der Random, hat vorher ja schon gesagt, dass die in der Keller sind. Ja, diesmal ist er schlauer. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber. Ganz so blöd. Ist nicht unbedingt dasselbe, ne? Hier, Fenster ist auf. Ich drohne rein. Ja. Hinter dem Fenster ist keiner, auch keine Falle. Im Büro ist Vigil, glaube ich. Hier krisselt's. Irgendwo habe ich gerade was zumachen. Dann kann auch von unten sein, ne? Schwer zu sagen. Ja, obwohl jetzt krisselt's sehr stark. Hier muss einer im Großraumbüro sein. Ja, hier schießt irgendwo einer. Ich bin das. Ich schieße einfach mal auf gut Glück. Ja, warte mal, ich geh mal rein. Hat voll was? Da war einer irgendwo. Ist da ein Loch an der Wand? Ja, nee. Nee, ist frei soweit. Guck mal hinten im Archiv. Dass da einer ist. Archiv. Ist keiner. Der Teufel funktioniert. Schön. Jetzt ist einer im Blasterflur. Der kam von oben runtergesprungen. Im Blasterflur ist einer. Ja, ist die Treppe hoch. Schaffen. So, Vigil. Fuck. Aus dem Keller, glaube ich. Oder von oben, bin ich nicht ganz sicher. Du hast mich was von hinten angeschossen. Durch die Wand. Load him back. Mal eben hier noch die Luke auf. Oh, die ist schon auf. Oh Gott. Wenn er mal runterkommt zum Server, können wir die Wand vorne aufmachen. You have dropped the diffuser. Ach Gott. Oh, bist du runtergesprungen? Wo? Der ist direkt am Loch, Mark. Ah, ja. Da war er. Scheiße, ist ne. Warte, ich höre ja einer, ich weiß nicht wo. Ah, da schießt er auf mich. Schaben. Ja, dann kann der Mark runternehmen, den Diffuser aufheben und planten. Smoke, der ist hier im roten Gang. Ich hab da gerade gehört, wie er sein Gadget aktiviert hat. Wo ist der? Im großen Raum.
großen Hauptgang. Warte, geht zurück, ne? Der ist jetzt hier im Bodengang. Sehr gut. Jawohl. Top 4 eliminated. Hui, das war ja spannend, hör mal. Nochmal einen zweiten Gang, vielleicht finde ich ja dich noch mal raus. Das ist immer so schön, wenn die das versuchen. Ah, ich hatte ganz kurz auch überlegt, ob es ja auch der Dirty war, der dich hätte runterstufen können, aber mit dem haben wir, glaube ich, nur Casual gespielt, ne? Ja. Ja. Weil der ist... Und dann hätten wir das ja auch. Ja, stimmt. Aber das weiß halt auch nicht, das kann halt auch schon 3 Monate her sein, ne? Keine Ahnung, wann das ist, ja. Zeitmal, die sowas machen, das weiß ja auch wieder keiner. Hätte auch mal dabei stehen können, wann... Oh. Wann das Spiel war, ja. Das ist sogar der Typ, den ich schon gemacht habe. Der rausgepimmelt ist, ja. Boah, ja. Was ein Affe. Also wenigstens sagen, im Spiel vom, keine Ahnung, 23. September. Und im Keller wieder. Ja. Kann man es ein bisschen zuordnen, ne? Er rennt aber trotzdem sehr optimistisch dahin, ne? Also, gut, wir haben uns alle gedeckt, aber trotzdem. Ich drohne mal, ich schwimme rein. So. Der Kalender ist runtergefallen. Nein! Hier liegt Ella, direkt am Pink. Immer noch Pink. Ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ist immer noch hier hinten drin. Was? Boah, der schießt einfach durch die Fenster und erwischt mich, ey. Fuck. Oha. Was geht mit dem? Sehr gut. Oh, Puls. Vorsicht. Sehr schön. Gibt's so einen anderen? Oh, da ist Puls. Wo? Unten am Serverraum eine Bombe. Ah, ist natürlich doof, da sieht er mich jetzt genau her. Bleib auf dem Pfeil. Da muss ich dann nicht. Jetzt ist er oben an der Treppe im Serverraum, glaube ich. Ja. Oben an der Treppe? Ja, ja. Vom Serverraum, also dreh dich mal. Schmeiß unten auch einer rein, oder? Ich plante. Da ist er. Der war gar nicht gesehen. Ja doch, hab ich gedacht, der wäre tot, weil der hing da so. Nee, der hat da gehockt. Außerdem, Puls, der blau ist, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht für voll genommen. Oh, der ist oben. Hedge. Der kann dich da sehen, Mark, wenn du da hockst, glaube ich. Der ist oben. Oh. Sehr schön. Gott sei Dank. Ich hab den echt nicht verfolgen genommen in seinem blauen Anzug. Ja, das ist das, was ich mit den Skins meine. Ich finde, das ist langsam echt zu viel. Du kannst dir nie merken, wer welche Farben hat. Ich hab gedacht, das wäre ein toter Doc oder irgend sowas. Das ist... Ja. Das wäre ein Feature, da würde ich tatsächlich dann irgendwie, da kann man sagen, da kann man ein paar Euro im Monat für bezahlen, wenn man dafür einfach alles nur mit Standard-Skins sieht, egal was die eingestellt haben. Das sollte eigentlich eine Standardoption sein in solchen Spielen. Ja, dann würden sie die Skins nicht verkaufen können. Ja, wieso? Die sind ja für dich, nicht für andere. Mir ist es scheißegal, wie andere sich sehen. Du siehst doch nicht, wie du aussiehst.
Ja, ich sehe mich aber im Endscreen, wenn ich geil war, dann kann ich mich doch freuen. Protect the bombs. Time for some serious. Eine Drohne habe ich. Noch einer. Behindert, dass man hier in der Bank im Sandtunnel nicht mal eine Tür vormachen kann, eine Holztür, ne? Ich habe zwei. Ja. Zwei Drohnen. Oh, sorry. Drei Drohnen. Dem ist das scheißegal, ob er kriegt Drohnen. Der Mark ist genau in die Protone reingerannt. Sandtunnel habe ich eine Granate, wenn Gasgranate, wenn da einer kommt. Da mal Bescheid sagen. Da liegt schon eine Legion-Falle von mir vorne. Das ist auch krank. Die Legion-Fallen lösen nicht aus im, im Sandtunnel. Wenn der Gegner reinrennt, wirken sie trotzdem. Ich glaube, die kommen über die Garage. Ne? Weil die Kamera ist weg in der Garage. Oh, die ist ja gar nicht zu. Schon über uns. Ja, ja, über uns, über dem Tresorraum und so. Komm mal hoch. Okay, wir können mal helfen. Ivana ist gerade in den... Genau. Ich hab's da angeschossen. Eine Teilnehmermedaille oder was? Töten ist angesagt, nicht anschießen. Ich helfe dir mal. Oh, Flash schon sechsmal. Alter, wie viele Flashbacks hatten der? Oh, Gunnar macht das schon. Hinten durch. Da sind zwei Stück im Pub-Office, Gunnar. Capitao hinten durch und Sledge. Das sind nur zwei. Ja. Rechts war Sledge. Last stop standing. Weiter rechts war der, genau. Sehr gut. Jetzt hat mir einer einen Ace versaut, der voll war. Die Sau. Runde hier gekriegt, also okay, zwei oder drei. Radibor hier, der hackt doch den Rückmann Helden. Ich auch, da muss ich mal mit. Ich glaube, das sind die 49 Punkte, hör mal. Ja, ja. Sehr geil. Daily fertig, unten hoch, Rang hoch, yay! Mein Silber 2 wieder. Gold 3! 34,5%. 2222 Punkte. Okay, das wäre jetzt zu viel verlangt gewesen, jetzt auch noch mit mir hier zu treffen. Das geht natürlich nicht. Treffer! Ne, kein Treffer. Zählt doch gar nicht. Hab überhaupt keinen Treffer. Ich hab auch keinen Treffer. Ich hab auch keinen Treffer. Der Marc ist ein Teamplayer. So wie der Volver, der mit den Es versaut und dann auch noch trifft. Heck. Tja. Gucken, wo man bleibt. Das ist der Hacker. Deswegen hol ich runter. Du hast wahrscheinlich gar keinen Downrange gekriegt. Das sagst du nur, um dich zu tarnen. Ja, ja, ja.